Herzlich willkommen. Wir sind, wenn wir die Klänge hier nochmal richtig an uns ranlassen, wir sind in Griechenland. Herzlich willkommen also zum UEFA Youth League Spiel. Die Bayern zu Gast in Athen. Und zwar bei AEK Athen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Prima, dass Sie mit dabei sind, dass wir uns das gemeinsam hier anschauen können. In diesem Stadion, was Apollo Smyrni gehört, hier spielt also normalerweise dieser griechische Verein. Und wir sind hier zu Gast im Georgios Kamaras. 14.856 Plätze hat dieses Stadion und es sind schon einige Zuschauer da. Das Spiel ist von großer Bedeutung für das Team von Sebastian Hoeneß. Das steht außer Frage, das hat der Coach selber auch so gesagt. Es ist das dritte Spiel in der Youth League in dieser Saison. Und die U19 hat bislang einen Punkt und den gab es, man muss schon sagen, unglücklicherweise gegen Ajax Amsterdam im Heimspiel. Normalerweise hätten es 3 sein können, ja müssen, aber in letzter Sekunde fiel der Ausgleich für die Niederländer in der Nachspielzeit, als die Bayern eben 2:1 führten und das Endergebnis dann aber 2:2 hieß. Die erste Begegnung ging ja gegen Lissabon mit 0:3 verloren. Also es hat schon heute hier eine große Bedeutung, dieses Spiel. Und jetzt kommt der Schiedsrichter Duje Strukan und führt die beiden Teams aufs Feld. Der letzte bei den Bayern, das ist Sirkzee. Der Mittelstürmer, immer wieder das gleiche Ritual, noch mal kurz an die Außenlinie mit der Hand. Und jetzt laufen die letzten Minütchen vor dem Anpfiff. Die Bayern mit einer wirklich guten Aufstellung, das kann man so sagen. Denn es sind ja 3 Spieler auch aus dem 99er-Jahrgang erlaubt. Normalerweise besteht die U19 aus Spielern des Jahrgangs 2000 oder jünger, also 2001er sind auch dabei. Aber es können eben auch 3 mit Ausnahmegenehmigung soll heißen, mit 99er Baujahr mit dabei sein. Hier haben wir die Aufstellung von AEK Athen. Das Team spielt in einem 4-3-3-System. Das ist schon mal wichtig. Der Kapitän Giusis spielt vorne rechts mit der Nummer 30. Und so geht es eben der Coach der Griechen an, Georgios Simos. Aus Kroatien der Schiedsrichter, genauso wie die Assistenten. Und noch einmal ein schönes Foto, Erinnerungsfoto. Wir sehen auch attraktive Rückenansichten und hier die Aufstellung. Ich habe es angesprochen, Christian Früchtl dabei, ganz wichtiger Mann im Tor, spielt ja auch bei den Amateuren und da sieht es taktisch anders aus. Eine Dreierkette, dann 4 im Mittelfeld, 2 auf den Halbpositionen, Shabani und Zilla und Sirkzee ist der Zielspieler in der Aufstellung von Sebastian Hoeneß. Ja, auch lustig, der heißt in Griechenland Hönep. Die kennen kein SZ, also das althergebrachte scharfe S. Nochmal kurz durchgezählt und dann geht's rein.
AEK Athen gegen Bayern München in der Youth League. Und jetzt sind die Bayern losgelassen. Genauso hat es mir Sebastian Hoeneß noch heute Morgen am Telefon gesagt. Sie wollen früh draufgehen. Es geht darum, frühe Balleroberungen zu generieren. Es geht darum, die Griechen gar nicht erst zum Spielaufbau kommen zu lassen. Was die Stunde geschlagen hat, das ist ja klar. Ich habe es eingangs gesagt, mit dem einen Punkt nach zwei Spielen. Das ist natürlich nicht gut genug. Stanisic. Gut gelöst von Angelos Stiller. Schabani. Mai. Und der probiert es dann gleich mal mit einem langen Ball. Richards spielt links in dieser Dreierkette. Schabani ist einer der beiden Kreativkräfte. Schabani nicht im Abseits. Nicht im Abseits. Ziller. Erster halbwegs gelungener Abschluss. Da ist der Sebastian Hoeneß. Kam ja vergangenen Sommer, also im Sommer 2017 von RB Leipzig, wo er die U17 verantwortete. AEK Athen noch ohne Punkt in dieser Gruppe, haben einmal richtig Prügel bezogen gegen Ajax Amsterdam. Da verlor hier die Mannschaft von Georgios Simos 0-6. Gegen die Portugiesen gab es auch ein 0-3. Also sie haben noch kein Tor erzielt in diesem Wettbewerb. Tafas ist der Keeper. Stiller. Und gleich mal kompromisslos dazwischen. Pudic. Hier ist nochmal die Aktion, die einen Hauch von Torgefahr schon mal gebracht hat. Pudic. Richtung Sirksee, aber eben auch nur Richtung Sirksee. Der Niederländer hat getroffen in der U19 Bundesliga gegen die Stuttgarter Kickers, zuletzt beim 1:1. Gestoßen hat er auch und der Ball ist mal klar für die Bayern bei diesem Einwurf. Wichtig ist es,
die Griechen früh zu stören. Und das gelingt den Bayern mit einem kompakten Mittelfeld in dem Moment. Festgehalten, ganz klar, Foulspiel von Sardelis. Pudic. Gut gesehen, sehr gut die Situation. Franzke hatte da etwas Probleme bei der Ballannahme und Mitnahme. Deshalb kam keine gescheite Flanke mehr von der Grundlinie raus. Das Zuspiel war klasse hier. Franzke springt ihm der Ball zu weit weg. Und dadurch kommt er in Bedrängnis in dieser Situation gegen Busis. Aber es gibt die erste Ecke für die Bayern. Knapp 6 Minuten vorbei. Ja. Torwart angegangen von Richards. So hat das jedenfalls Schiedsrichter Strukan gesehen. Naja. Gut, der Arm ist ein bisschen raus. Lassen wir es so, wie es ist. Sardelis. Stamoulis. Das ist Potos. Und jetzt sind sie im Strafraum. Abseits. Aber das war der erste Ansatz der Griechen zu einer vernünftigen Spielsituation. Kamen an den Strafraum, in den Strafraum. Ja, schwer zu beurteilen. Am Ende war er einen Schritt im Abseits. In dem Fall die zweiten Bälle gewinnen, wenn der Abschlag von Christian Früchtl nicht beim eigenen Mann landet. Richards kam ja aus Dallas. Geht im Winter auch dorthin wieder zurück. Gut, der Ball! Abseits. Gute Idee. Dieser Pass auf Ziller. Aber der steht im Abseits. Ja. Zafas. Gut unter Druck gesetzt und dadurch auch der Ballgewinn. Angelo Stiller, Richards. Franzke muss da mitmachen und eine erste halbwegs gescheite Situation Richtung Tor. Christopoulos. Ja, die Hereingabe war prima von Busis. Optimal für einen Mittelstürmer. Bogdani. Mai. Lukas Mai ist ja auch schon oft bei den Profis integriert worden.
hat einen Profivertrag unterschrieben. Also da gibt es ja schon einige, die Richtung Bundesliga schon mal schauen dürfen. Die Griechen mit diesem Fehlpass spielen sie natürlich den Bayern in die Karten. Einwurf, guter Einsatz von Schabani. Stiller, Schabani. Gute Spielübersicht, Franzke. Franzke möchte jetzt den Abschluss mit links. Aber das war eine Situation, so wie sie Sebastian Hoeneß sehen will. Der Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Das ist nicht der ganz starke Fuß von Maximilian Franzke gewesen beim Abschluss. Schabani. Stamoulis dazwischen. Lungwitz. Noch einmal Lungwitz. Franzke, das sind die Situationen, die er so richtig gut kann. Franzke mit dem Antritt. Busis dazwischen, also schon das zweite Mal, dass Busis da auch in irgendeiner Form noch mal drankommt. Zweite Ecke für die Bayern. Den fängt er. Nicht der Größte. Der Keeper Tafas. Gerade mal 1,80. Stamoulis. Richards. Der hat bislang den Kapitän der Griechen absolut unter Kontrolle, Richards. Giusis macht da keinen Stich. Schabani. Giusis. In der vergangenen Spielzeit war in der Youth League ja erst gegen Real Madrid Schluss in der K.O.-Runde. Ähnliches ist natürlich in dieser Saison auch Ziel. Und da muss es eben heute mit einem Sieg, also 3 Punkte als Voraussetzung, sind hier ganz klar auch eingeplant. Der Ball bleibt im Spiel, hatte einen unglaublichen Effekt. Und deshalb holt Christopoulos den ersten Eckball für AEK Athen raus. Knapp eine Viertelstunde vorbei jetzt. Bayern verteidigen im Raum diese Ecke. Abseits war es, hätte er den Griechen ruhig an den Ball lassen können. Sardelis.
Foulspiel an Sardelis von Zirkzee. Nächster Runde Ball für AEK Athen. Übernimmt der Kapitän Giusis. Abseits. Potos. Ja. Auch das wieder ziemlich knapp, aber es war abseits. Stambulis. Gute Möglichkeit für Athen. Busis. Shabani. Josip Stanisic. Und Stambulis, ja, sie sind gerade in einer guten Phase. Surfen die Welle, das Team von AEK Athen. Franzke. Zirkzee, klasse gespielt. Zilla. Schnell, direkt. Und der zweite Anlauf läuft. Franzke. Gute Aktion der Bayern. Also, solange sich Franzke hier richtig warm läuft, haben wir die Hoffnung, dass auch der erste Treffer für die Bayern bald fallen kann. Hier war die Chance für die Griechen und hier die Situation, die nochmal geklärt werden kann. Der Abschluss von Stamoulis. Zirkzee. Zirkzee. Zurückgepfiffen. Handspiel, ja. Alles richtig gesehen. Da war die Hand, der Oberarm im Spiel von Zirkzee. Tafas. Machairas. Kein Foulspiel. Partie läuft weiter mit Pudic, mit Franzke, mit Pudic. Gut gesehen, Shabani, Giusis. Etwas zu ungenau, der letzte Pass, zu unkonzentriert. Das kann noch besser gehen. Stanisic, Franzke, Richards, Partie bislang ausgeglichen, leichte Vorteile für den FC Bayern. Aber die Münchner spielen die Situation noch nicht konzentriert genug zu Ende. Jetzt der nächste Anlauf mit Zilla. Da ist dann nicht der letzte, sondern der vorletzte Pass noch nicht gut genug.
Und dann kommt der Schubser von Shabani. Und die Situation ist beendet. Shabani, der ja Torschütze war gegen Ajax Amsterdam. Genauso wie Lukas May. Tafas, oh ja, der hat Selbstbewusstsein. Aber der Ball ist jetzt für Rot. Für Franzke, ja, der wird ein bisschen zurückgepfiffen. Also in der Defensive ist gerade Busis bei AEK Athen enorm wertvoll. Sehr stabil. Foulspiel Sardelis. Stiller. Mai. Stanisic. Die Gegentribüne ist schon gut gefüllt, also super Interesse hier für dieses Spiel. Das muss gelb sein. Ja. Schon festgehalten. Also meiner Meinung nach kann Bogdani da auch schon mal eine Verwarnung sehen. Denn das ist schon die Verhinderung einer guten Tormöglichkeit. Freistoß für den Rekordmeister. Stiller. Franzke. Aus dem Lauf die Flanke. Nicht präzise genug. Stanisic, Franzke. Also offensiv ist die rechte Seite ganz klar die Schokoladenseite aktuell. Sebastian Hoeneß möchte ja eine attraktive, vorwärtsgerichtete Spielidee auf den Rasen zaubern mit seiner Mannschaft. Das ist ja auch zu großen Teilen gelungen. Im Moment eben ein kleiner Hänger, auch in den letzten Wochen, gerade gegen die schwäbische Konkurrenz. Kleine Misserfolgserlebnisse gegen die Kickers, habe ich gesagt. 1:1. Die hatten zuvor noch keinen Punkt geholt. Und das Aus eben im Pokal gegen den VfB Stuttgart. Alles nicht so dramatisch. Und hier gilt es heute eben, diesen ersten Dreier zu holen, der natürlich auch viel für die Psyche bedeuten kann und wird, wenn es soweit kommen sollte. Franzke. Sardelis stört ihn, Stiller ist zur Hilfe gekommen.
Fahne ist oben. Handspiel. Nein, nein. Und erfreulicherweise sind auch wieder Bayern-Anhänger da, die die Jungs da anfeuern. Stanisic geht mit rein, Lukas May ist dabei, Tafas. Ja, der macht das bis hierhin prima, der Keeper. Lungwitz mit leichten Problemen. Hier ist die souveräne Aktion des Keepers. AEK. Das sah mir nicht so richtig aus, der Einwurf, der da ausgeführt wurde. Stamoulis. Lungwitz hält den Fuß rein. Sardelis. Potos. Auch das wieder eine Abseitsposition. Fall keine richtige Entscheidung. Sardelis war nicht im Abseits und der ging zum Ball. Schneller raus. Das hört man von Sebastian Hoeneß, also vom Coach. Möchte die Mannschaft höher stellen. Gut von Lukas May. Busis. Tafas, ja, das hat er gut gemacht. Da war er ganz aufmerksam. Zweikämpfe wieder führen, auch das ein Hinweis des Coaches. Wieder etwas griffiger in den Zweikämpfen sein, denn aktuell die letzten 2-3 Minuten AEK Athen wieder ganz gut Richtung Früchtel mit den Aktionen und sie sind nah dran am Strafraum. Zilla. Pudic. Ja, und jetzt raus. Alle bitte mitmachen. Busis. 0:0 nach einer halben Stunde Fehlpass. Shabani können sie leider nicht nutzen, die Bayern.
Was Zweikämpfe anbetrifft, ist Richards sehr stabil mit einer 100%-Quote. Tsvilekidis, das ist der Vierer. Tsvilekidis, so heißt er. Der hat noch gerade moniert, dass er doch mal vom Sirkse festgehalten wurde bei seinem Schuss. Giusis. Stamoulis. Tampas. Bogdani. Tsvilekidis. Also, bis hierhin muss man sagen, gelingt es AEK Athen, die Sache gut zu gestalten. Die 9 Gegentore, die sie bislang bekommen haben in den 2 Spielen, haben offensichtlich dazu geführt, dass sie in der Defensive wesentlich konzentrierter arbeiten heute. Foulspiel Richards. Und jetzt hat er für dieses Ball wegschlagen, für dieses Ball wegkicken, die Verwarnung kassiert. Nicht für das harmlose Foul, sondern hier für diese Aktion dann den Ball weggekickt zu haben. Deshalb gab es die Verwarnung. Franzke. Stanisic. Mai geht ins Risiko und prompt verliert er den Ball und muss dann zu einem Foul greifen. Hier gegen Giusis. Kapitän gegen Kapitän, Freistoß AEK Athen. Lungwitz. Giusis. Mai. Stanisic, Pudic. Prima, spielerisch gelöst. Wunderbar, wie sie sich aus dieser Situation heraus kombiniert haben. 1A. Und hier kommt Lungwitz noch dran. Zilla. Bringen Sie den Angriff gut zu Ende. Schabani. Ja, jetzt war es zu viel Kunst am Ende. Aber das Beste, was die Bayern hier gezeigt haben, jetzt in der 35. Minute von hinten rechts der Eckfahne bis in den 16er. Wunderbare Kombination. Klasse, den Ball laufen lassen und selber gelaufen. Das war allererste Sahne.
aber wie so oft, wie die ganze erste Halbzeit, kommt es eben nicht zu der Aktion, die die ganze Sache veredelt, zu einem Abschluss immerhin. Ob es dann ein Tor wird, hängt dann auch vom Keeper und der Schussgenauigkeit ab, aber es sollte eben ein Abschluss her. Mai. Noch einmal hier das Zuspiel von Zilla, Schabani. Ja. Es wäre zu schön gewesen, wenn dieser letzte Pass dann auch noch einen Bayern-Spieler erreicht hätte. Pudic. Kein guter Ball von Zilla. Richards. Er ist einfach hellwach in jeder Situation. Das passt. Stamoulis. Bogdani, Zvilekidis und schon versuchen sie es auch wieder über die Außenbahn. AEK Athen auch konsequent in den Bemühungen, über die Außenbahn zum Erfolg zu kommen. Besten Hereingaben bis hierhin von Busis, dem Linksverteidiger. Jetzt bleibt er hängen an Franzke. Sirkse mit Schabani gut kombiniert. Lungwitz macht mit. Kommt er vorbei. Nimmt nochmal Stiller mit. Schabani, Stiller. Alle Griechen wieder hinterm Ball. Ballbesitz. Wesentlich mehr bei den Griechen. Heißt aber lange nicht, dass sie torgefährlicher sind. Das bedeutet es nicht. Und ehrlich gesagt, die ganz große Torgefahr ist noch weder von AEK Athen noch von den Bayern ausgegangen. Franzke. Pudic. Franzke liegt auf dem Rasen. Jetzt ist er wieder dabei. Stiller. Kein Abseits. Sirkse. Schabani. Sirkse. Nein. Den holt sich Tafas. Den Ball von Lungwitz. Tafas. Kleine Verschnaufpause.
klasse gemacht von Machairas. Stamoulis. Und hoppla. Den kann er besser treffen, Christopoulos. Also wenn einer Richtung Tor kommt, dann ist das Christopoulos. Schabani. Lungwitz, Schabani, nochmal Lungwitz. Nein, kommt nicht dran. Freistoß. Ja, ja, klar. Absolut richtig gesehen. Von Duje Strukan. Freistoß, gute Distanz. Hier. Und das ist nochmal der Kopfball. Christopoulos. Stamoulis. Einer der besten bei AEK Athen. So, das war nochmal ein sehr böser Blick. Sirkse, Schabani, wer bekommt den Zuschlag? Sirkse, super Tor! Wow! Das nenne ich mal eine Fackel. Sirkse mit dem 1:0. Der Niederländer trifft seine Premiere in der Youth League in dieser Saison. Ja, und erklärt gerade, ich habe das genau so gesehen. Ja, der passt wirklich. Der passt perfekt. Die Mauer springt hoch, aber der hat genauso viel Fahrt und genauso viel Präzision, wie es braucht. Zuletzt ja ein bisschen kriselnd, der Niederländer. Aber das wird jetzt wieder Auftrieb geben. Wie gesagt, auch gegen die Stuttgarter Kickers hat er getroffen. Und damit ist jetzt der Bann hoffentlich gebrochen. Hoffentlich ein Zeichen für mehr, was jetzt kommen kann. Joshua Sirkse mit dem 1:0. Und vergessen wir nicht Schabani, der den Freistoß herausgeholt hat. In den letzten Minuten auch Lungwitz etwas offensiver. Und dadurch wurde die linke Seite eben auch gefährlicher. So, jetzt kommt Stamoulis, der ist unermüdlich, arbeitet da die ganze rechte Seite der Griechen auf. Franzke. Wichtig, dass er hinten auch mitmacht. Sardelis gegen Franzke, die beiden Siebener. Letzte Minute der ersten Halbzeit läuft. Ja, dadurch, dass Lungwitz jetzt links etwas mehr in die Offensive geht, hat sich das Bayern-Spiel verbessert, ist variabler geworden. Nicht mehr nur rechtslastig wie zuvor. Thank you.
Christopoulos, Pudic, Früchtl. Ja, der Blick von Früchtl vorwurfsvoll Richtung Franzke. Warum der denn nicht mitspielt? Sehen wir nochmal hier. Nee. Bricht zu früh ab, die Zeitlupe. Können wir nicht mehr nachvollziehen, nachverfolgen. 60 Sekunden Nachspielzeit. Also aus dem Spiel heraus hat Sirksee nichts zerrissen. Klar ist er auch angewiesen auf die Kellnerleistungen seiner Mitspieler. Also die müssen ihm da schon mal ab und zu was servieren. Aber da könnte er auch ein wenig mehr sich anbieten. Und dann dieser tolle Freistoß. Der hat es dann rausgerissen. In den ersten 45 Minuten, die jetzt vorbei sind. Also die Bayern in diesem entscheidenden Spiel für das weitere Verbleiben in der Youth League hier in dieser Saison. In Führung durch den wundervollen Freistoßtreffer, den wir hier nochmal sehen, von Joshua Sirksee. Das war ein echtes Sahnehäubchen auf diese ersten 45 Minuten. Wir machen jetzt eine kleine Pause, klar, und kommen dann wieder zurück, wenn die zweite Halbzeit hier ansteht in Griechenland. Im Stadion, das früher Risupoli hieß und jetzt eben hier und heute Schauplatz ist für die Youth League. Bis gleich! Der FC Bayern München setzt auf die Jugend. Die Münchner haben in den letzten Monaten 6 Spieler aus dem Jugendbereich mit Profiverträgen ausgestattet. Haben sie längerfristig gebunden. Wer sind diese Jungs? Wo kommen sie her? Was zeichnet sie aus? Alle, die hier sind, haben das Potenzial, eben es ganz nach oben zu schaffen. Vom Talent zum Profi. Talent, harte Arbeit und die richtige Förderung sollen Träume Wirklichkeit werden lassen. Doch der letzte Schritt vom Jungprofi in den Profikader bei einem der besten Clubs der Welt ist die anspruchsvollste Hürde. Ich glaube, dass der Wille sicherlich eine große Rolle spielt, der Ehrgeiz und groß zu träumen. Ich denke, dass große Träume man braucht, um einfach seinen Träumen nachzugehen und sie zu verwirklichen. Bei der Verwirklichung seiner Träume hatte David Alaba viel Unterstützung von Hermann Gerland. Der 64-Jährige hat schon in den 90ern die Amateure der Bayern trainiert. Seit 2001 ist er durchgängig bei den Münchnern. Als Co- oder Amateurtrainer. Hat die Karrieren von Lahm, Schweinsteiger, Müller und Alaba gefördert. Ihnen Türen geöffnet. Dafür gesorgt, dass sie den Sprung aus der Jugend in die erste Mannschaft schaffen. Heute ist er sportlicher Leiter vom FC Bayern Campus und weiß, was man braucht, um sich in München durchzusetzen. Es ist sehr schwierig hier beim FC Bayern München oder auch in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und da muss man besessen, mit Leidenschaft dran arbeiten. Man muss über die Schmerzgrenze gehen und dann hat man die Chance, es zu schaffen. Aber nur Talent reicht nicht. Nur Arbeiten ohne Talent reicht auch nicht, auf jeden Fall nicht beim FC Bayern München. Sondern es muss beides zusammentreffen, Talent und eine unglaubliche Leistungsbereitschaft. Und wie gesagt, der Körper muss auch mitmachen. Holger Seitz ist seit dieser Saison für die zweite Mannschaft der Bayern, die U23, zuständig. Davor hat er schon die U19 und U17 erfolgreich trainiert. Der 43-Jährige kennt den Jugendbereich in- und auswendig. Hat viele seiner jetzigen Spieler schon die letzten Jahre begleitet. Zusammen mit den Trainern des FC Bayern Campus will er herausragende Talente fördern und weiterentwickeln. Die Chance für unsere Jugendfußballer aktuell so groß ist wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der ganze Verein, die ganzen Fans lechzen danach, dass man wieder Nachwuchsfußballer herausbringen, die den Weg über die verschiedenen Jugendmannschaften bei uns gemacht haben. Von daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass es hier möglich ist, nicht nur dem Kader anzugehören, unserer Profimannschaft, sondern eben auch Einsätze in der ersten Mannschaft zu erhalten.
Frank Ewiener wechselte 2013 in die Jugendabteilung der Bayern, hat seit der U14 alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen, ist in München zum U18-Nationalspieler gereift. Frank Ewiener als Fußballer ist so zu charakterisieren, dass er unwahrscheinliche Wucht hat in seinem Offensivspiel. Er hat einen brutalen Körper schon für sein Alter. Und das sieht man dann auch in den Trainingseinheiten und auch in den Spielen, wenn er es schafft, eine frontale 1-gegen-1-Situation herzustellen, also dass er mit der Nase zum gegnerischen Tor ist, dann ist es schon wirklich sehr, sehr schwer, den Frankie noch zu verteidigen, weil er dann auch diesen Zug zum Tor hat. Er hat eine unwahrscheinliche Zielstrebigkeit drinnen in seinem Spiel. Das Highlight seiner jungen Karriere fand unter Jupp Heynckes statt. Am Ende der letzten Saison feierte er als 17-Jähriger gegen Frankfurt sein Debüt in der Fußball-Bundesliga. Gegen Köln stand er sogar in der Startelf. Adrian Fein ist ein Eigengewächs des FC Bayern. Der waschechte Münchner hat letzte Saison schon als A-Jugendlicher bei den Amateuren gespielt. Anfang dieser Saison wurde er nach Regensburg ausgeliehen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Adrian Fein hat herausragende Qualitäten im Spiel mit Ball, ist unwahrscheinlich schwer vom Ball zu trennen, hat den Blick nach vorne, also kann Mitspieler einsetzen, sodass sie eben dann Aktionen nach vorne weg starten können. Darüber hinaus wird er selber auch torgefährlich, brutal schwer vom Ball zu trennen, aber nicht nur, dass er dann nach hinten wegspielt, sondern er sucht immer die offensive Lösung. Und darüber hinaus ist er vom Typ her extrem weit. War Führungsspieler bei uns in der Amateurmannschaft, hat da wichtige Aufgaben übernommen gehabt innerhalb des Teams. Und ich halte wirklich sehr, sehr viel vom Adrian Fein und bin gespannt jetzt an, wie er bei Jahn Regensburg sich durchsetzen kann. Die Karrierewege von jungen Spielern können sehr unterschiedlich sein. Philipp Lahm und Basti Schweinsteiger haben in ihren Karrieren alles erreicht. Ihre Gemeinsamkeit? Für beide hat alles in der Bayernjugend angefangen. Doch um ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen, mussten sie dann verschiedene Wege einschlagen. Hermann Gerland hat die Qualitäten von Philipp Lahm sofort erkannt, stand mit seiner Meinung aber lange allein. Ich konnte es erkennen sofort, weil der spielte unspektakulär, macht aber nie einen Fehler. Der gewann jeden Zweikampf, der spielte jeden Ball dem eigenen Mann so zu, dass er auch keine Probleme mit der Weiterverarbeitung des Balles hatte. Er war für mich ein genialer Spieler. Gerland wusste, dass sein Schützling Spielpraxis auf gutem Niveau brauchte und vermittelte ihn auf Leihbasis von den Amateuren zum VfB Stuttgart. Für den 19-Jährigen der richtige Weg. In Stuttgart wird er zum Stammspieler in der Bundesliga und Champions League, absolviert seine ersten Einsätze in der Nationalmannschaft. Nach 2 Jahren kehrt er als gestandener Bundesliga-Profi nach München zurück und wird zu einem der erfolgreichsten Profis in der Geschichte der Bayern. Die Karriere von Basti Schweinsteiger verläuft anders. Er schaffte den Sprung zu den Profis, ohne sich erst woanders beweisen zu müssen. Auch wenn das nicht so klar war. Da konnte ich das nicht so früh erkennen wie bei Philipp, weil Basti war verspielt, lief lange mit dem Ball und war nicht so schnell. Also da dauerte etwas länger als bei Philipp. Aber hinterher hat er sich natürlich großartig weiterentwickelt und hat ja auch eine Karriere hingelegt, die ja überragend war. 2 Wege, 1 Ziel. Lahm und Schweinsteiger. Beide perfekte Vorbilder für die neuen jungen Profis bei den Bayern. Meritan Shahbani ist seit 12 Jahren beim Rekordmeister. Der U19-Spieler spielt bei den Amateuren und ist regelmäßig beim Training der Profis dabei. Auch er feierte in der letzten Saison gegen Frankfurt sein Bundesliga-Debüt. Er hat ein unwahrscheinliches Bewegungstalent. Das ist herausragend, wie er es schafft, sich freizulaufen, wie er instinktiv in die Räume hineinläuft, die sich beim Gegner öffnen. Das ist sehr bemerkenswert bei Meritan. Das hat ihm der liebe Gott irgendwann einmal mit auf den Weg gegeben. Das habe ich selten in der Form gesehen. Dazu hat er auch nur die entsprechende Technik, um dann für den Fall, dass er den Ball eben auch hält in den Räumen, den Ball zu kontrollieren. Und vom Typ her, wie gesagt, ist er Schlitzohr im positiven Sinne. Mit 9 Jahren kam Maxim Avuca zu den Bayern. Schon im letzten Jahr war der 20-Jährige bei den Amateuren gesetzt.
Maxim, unwahrscheinlich guter Kopfballspieler. Also wenn der hochsteigt zum Kopfball, das ist eine andere Liga. Sowohl in der, im Offensivkopfball als auch im Defensivkopfball. Hat ein super Tempo für einen Innenverteidiger, hat einen guten Antritt. Darüber hinaus ist er auf Strecke sehr, sehr schnell. Entsprechend kann er viele Situationen durch seinen Speed einfach entschärfen. Und um am Mann, wenn er ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, an Maxim noch vorbeizukommen, weil er auch dann die notwendige Härte hat. Ich traue ihm alles zu, weil wenn ich einen Innenverteidiger charakterisiere, was muss er haben? Er braucht einen Speed, er soll beidfüßig sein, er muss Zweikampfstärke haben und all das ist beim Maxim zu 100% vorhanden. Von daher sind wir froh, dass wir ihn haben. Der große Unterschied zwischen Amateur- und Bundesliga-Fußball ist das Tempo, die Handlungsschnelligkeit, die Zweikampfhärte. In jeder Trainingseinheit bei den Profis müssen die jungen Spieler an ihr Limit gehen. Und darüber hinaus. Eine wichtige Erfahrung für die Youngster. Wenn einer es schaffen will, der muss, wie gesagt, Talent mitbringen und der muss auf den Platz gehen und muss sagen, ich will heute weniger Fehler machen, als ich es gestern getan habe. Und morgen will ich weniger Fehler machen, als ich es heute machen werde. Das sind die Sachen, wenn einer nicht permanent an sich arbeitet, hat er in diesem Geschäft keine Chance. Und das Schlimmste wäre, wenn unsere Nachwuchsfußballer vom Training der Profis runtergehen und für sich selber das Gefühl haben, sie haben sich unter Wert verkauft. Und da würde ich mir in der einen oder anderen Trainingseinheit wünschen, dass sie sich beispielsweise den David Alaba als Vorbild nehmen von damals und einfach maximal trainieren. Mit dem Bewusstsein oder mit der Message von Niko Kovac, dass Fehler dazugehören, um sich ja weiterzuentwickeln. Seit seinem 4. Lebensjahr ist der 19-jährige Fan des FC Bayern München. 2015 wechselte er aus Leipzig zu seinem Lieblingsverein. Mit der U19 wurde er im letzten Jahr Vizemeister. Ron-Torben Hoffmann kommt aus einer Familie, die aus dem Leistungssport kommt, seine Mama beispielsweise. Und das habe ich am Torben vom ersten Moment an angemerkt, als er bei mir in der U19 aufgeschlagen ist, dass er vom Kopf her absolut schon damals als Profisportler, als Leistungssportler gedacht hat. Er war extrem aufmerksam in den Gesprächen, die wir geführt haben. Er hat auch in den Trainingseinheiten immer am Limit trainiert. Und eine Qualität vom Torben ist, wir haben es im letzten Heimspiel jetzt gesehen gegen Bayreuth, wo er auf den Moment Topleistungen abrufen kann. Und das ist ja gerade beim Torhüter elementar wichtig. Die sind ja oftmals nicht aktiv jetzt am Ballbesitzspiel beteiligt. Da kommt es dann darauf an, dass man innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde dann die richtige Entscheidung trifft. Und dadurch, dass Torben so geprägt worden ist, die Erziehung auch dementsprechend genossen hat, ist das eine absolute Qualität, sich auf den Moment dann auch fokussieren zu können. . 2017 führte Lars Lukas May die U17 als Kapitän zur deutschen Meisterschaft. Letzte Saison war er Kapitän der U19 und machte schon im April sein erstes Profispiel gegen Hannover. Auch gegen Frankfurt stand er dann 90 Minuten auf dem Platz. Lukas May, Nationalspieler und sehr, sehr ehrgeizig, immer im Kraftraum vor dem Training unterwegs, auch nach dem Training sehr professionell. Jetzt haben wir ihn dieses Jahr in der U23, erstes Herrenjahr, obwohl er noch in der U19 spielen könnte. Und wenn ich mir die ersten Spiele so anschaue, dann glaube ich, ist es schon erkennbar, dass der sehr, sehr viel Potenzial hat. Natürlich ist der Schritt groß, zu den Profis zu kommen, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Und wenn sie einfach versuchen, einfach den Weg weiterzugehen und hart an sich arbeiten, von Tag zu Tag zu gehen und einfach alles rauszuholen, dann ist da vieles möglich. In Athen zum Youth League-Spiel. AEK Athen gegen Bayern München und den wir gerade noch gesehen haben. Sirkzee, der hat das einzige Tor bislang an diesem Nachmittag geschossen. Also, die Bayern führen 1:0 in diesem wichtigen Spiel gegen die Griechen. Die Bayern in Rot haben Anstoß.
Und das Ganze sollte hoffentlich genauso weitergehen, wie es geendet hat, nämlich mit einem Tor, mit einem sehenswerten Treffer der Bayern. Ein Freistoß, der fast exakt im Knick gelandet ist, also oben im Dreieck. Sirkse. Kam ja von Feyenoord Rotterdam letzten Sommer 2017. Joshua Sirkse. Und hat für sein Alter schon eine extrem gute körperliche Präsenz. Lässt sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen im Zweikampf, was ja speziell für einen echten Mittelstürmer wichtig ist. Hier ist er wieder am Ball. Das war keine gute Idee. Stiller. Mai. Schabani. Mai. Spielt den Ball nach außen raus. Was immer wichtig ist beim Rückpass, nicht genau aufs Tor zu spielen, denn da bringt man den Keeper doch unnötig unter Druck und jede Unebenheit auf dem Rasen kann da zu einem Malheur passieren, zu einem Malheur führen. Personell gibt es keine Änderungen. Alles so geblieben wie zu Beginn der Partie, festgehalten, ja. Und gelb. Pudic. Marin Pudic. Zweimaliger Torschütze in der Liga. Ist ja extrem laufstark. Und schon seit 11 Jahren im Verein. Marin Pudic kam von Neuperlach, also eine Ewigkeit schon im Trikot des Rekordmeisters. Neuperlach, für die, die nicht so in München beheimatet sind, ist ein Stadtteil von München im Osten der Stadt. Sardelis. Sardelis. Foulspiel an Schabani. Christian Früchtel, der zum Glück noch überhaupt nicht gefragt wurde am heutigen Tag. Früchtel, der Keeper, was er denn so kann. Franzke zieht gut nach innen. Der Pass dann von Civelekidis. Genau da wollte ihn Franzke eigentlich auch haben. Die Bayern bekommen Unterstützung und Foulspiel Lukas Mai. Ja, Lungwitz, Spitzname Lunge, der wurde gleich mal wachgerufen, weil hinter ihm sich ein griechischer Spieler freigelaufen hatte. Lungwitz. Sirkse kommt nicht drum um den Gegenspieler. Giusis. Gegen Richards. Da ist heute bis hierhin nichts zu wollen gegen Richards. Sirkse. Ziller kommt vorbei. Elegant, wie er das gelöst hat.
Ziller. Auf der anderen Seite ist alles frei, da kommt er nicht hin. Stiller. Tempo ist hoch zu Beginn des zweiten Durchgangs. Christopoulos. Machairas. Christian Früchtel. Tsivelikidis. Bogdani. Es bleibt ein hartes Geschäft gegen die Griechen von AEK Athen. Aus dem Spiel heraus noch keine wirklich gute Torchance durch die Bayern. Potos. Franzke dazwischen und noch einmal Franzke dazwischen. Sirkse. Kann er den Ball behaupten? Kann er. Sirkse, klasse! Super! Latte. Der Wahnsinn. Tafas lenkt den Ball an die Latte. Ganz starke Möglichkeit zum 2:0. Das war ein tolles Umschaltspiel. Franzke, der da zweimal in der Defensive geklärt hat und dann mit dem Pass auf Sirkse gleich schon den Niederländer Richtung Tor geschickt hatte. Nochmal Sirkse. Sirkse. Doppelchance. Zugegeben, das war schwierig, den festzumachen, aber hier ist nochmal der Laufweg. Bogdani einfach mal ins Nirvana geschickt. Und dann ist es aber Tafas, der den Ball an die Latte lenkt. Und da war ordentlich Wumms dahinter. Da ist es, das 2:0. Jetzt funktioniert's. Wunderbar. Ziller macht das 2:0. Nach dieser Ecke, die Richards auf den Kopf bekam und Tafas erstmalig Probleme hatte, sein erstes Tor in der Youth League hier. Tafas mit Schwierigkeiten und dann hinein ins Glück. Das hatte sich jetzt angedeutet. Die Chance zuvor von Sirkse. Und es ist aber wieder ein ruhender Ball. Der Ausgangspunkt für dieses zweite Tor. Franzke, Franzke. Stiller. Ziller. Abgefälscht. Tafas und nochmal Aluminium. Sehr guter Start der Bayern in die zweite Halbzeit. Der Torschütze zum 2:0 abgefälscht. Da ist Busis dazwischen. Nächste Ecke. Mai trifft er nicht richtig. Franzke.
Wo will er hin? Durch 5. Da kommt er nicht vorbei. Longwitz. Schabani behauptet die Kugel und Franzke gleich mit dem Ball Richtung Sirksee. Schabani, Sirksee, Doppelpass, 3-0. Oh, jetzt wird's amtlich. Ganz stark. Wunderbar auch der Doppelpass. Schabani zum zweiten Mal als Torschütze jetzt eingetragen in dieser Saison. Das geht jetzt zu schnell für die Griechen, die prima mithalten konnten im ersten Durchgang. Hier Schabani, Doppelpass und hinein ins Glück. Super Tor, wunderbar herauskombiniert. Schabani, der schon Torschütze war gegen Ajax beim 2:2. Pudic. Zeller, Sirksee ist frei, Franzke auch. Ja. Oh, da gibt es aber einen Riesenanpfiff von Maximilian Franzke. Und wenn man das hier so sieht, rechts ist er frei. Da kann man schon sagen, ja. Der Pass wäre schon sinnvoll gewesen auf Franzke oder auch auf Sirksee. Ecke. Schabani. Noch einmal Aluminium. Da war Taffer sich gar nicht sicher, ob er da jetzt hingehen sollte oder nicht. Bogdani. Tafas, der fühlt sich einfach nur hilflos gerade. Jetzt, wo gleich eine Stunde gespielt ist, haben die Jungs von AEK Athen Probleme, das Tempo mitzugehen. Also ganz klar im Moment die körperliche Überlegenheit, die Fitness, die im Moment den Ausschlag gibt, auch für die Münchner. Es wird gewechselt. Ja, das ist natürlich dem Coach auch nicht verborgen geblieben, dass jetzt hier frische Kräfte rein müssen bei AEK Athen. Georgios Simos holt den Siebener runter, holt also Sardelis raus und bringt Zelios. Und einen zweiten Mann bringt er auch gleich hinterher. Machairas raus, Patrinos rein. Ja, es muss was passieren. Franzke.
Schabani. Den hält er noch im Spiel. Schabani. Will ihn auf den zweiten Pfosten bringen. Franzke ist da. Sirkzee. Ja, hätte ich gerne gesehen, wenn dieser Fallrückzieher noch im Netz gelandet wäre. Franzke kommt dran, bringt ihn dahin, wo er hin muss. Die Jungs vom FC Bayern München haben sich freigespielt. Speziell das dritte Tor. Wunderschön. Durch diesen Doppelpass. Schabani und Sirkzee. Hat nochmal für Aufmunterung, für gute Laune und für Lust auf mehr gesorgt. Franzke. Zilla. Sirkzee. Ja, nur noch eine Frage der Zeit, wann hier das nächste Tor fällt, denn die Defensive von AEK Athen ist doch jetzt schon reichlich schwindlig. Er hat es mir am Telefon heute Morgen schon gesagt, es ist ein wichtiges, ein entscheidendes Spiel und wir werden nach vorne gehen. Wir werden nach vorne spielen und so ist es auch gekommen. Zilla. Franzke. Maxi Franzke, Zilla, Bogdani. Oh, der hat sich wehgetan. Also die Schmerzensschreie sind nicht zu überhören. Hier ist die Situation. Ja. Geht da schon auch ungebremst in den Gegenspieler rein. Der Kapitän. Auf einmal die Griechen im 16er der Bayern. Hat selbst der Regisseur so schnell nicht mitgerechnet. Kein Abseits. Spiel noch unterbrochen. Bogdani. Also mit den drei Punkten, die hoffentlich hier dann auch rausspringen, schwer vorstellbar, dass AEK Athen nochmal drei Tore hier schießen kann. Mit den drei Toren wären eben auch drei Punkte auf dem Habenkonto der U19 und damit sähe es natürlich schon wesentlich besser aus. Vier Zähler in der Gruppe. Man ist dann wieder mittendrin im Geschehen. Civelikidis. Mpotos. Busis. Der Ball war im Aus. Mpotos konnte den nicht drin halten. Angelo Stiller nochmal mit einer gelben Karte. Da, ja, zieht das Bein hoch.
hat der Schiedsrichter Dujes Trukan alles richtig gesehen. Hat ja zum Glück auch nicht viel zu bewerten hier an diesem Nachmittag. Die Münchner im zweiten Durchgang auch bissiger, griffiger in den Zweikämpfen. Und damit rauben sie schon den meisten der griechischen Spieler auch die Nerven. Giusis, Busis, Giusis, drei um ihn herum, Stanisic. So, jetzt alle wieder raus und versuchen wieder einen frühen Ballgewinn zu provozieren. Und Potos. Bogdani. Gut gespielt, ja. Nicht gut genug von Zilla. Die beiden Halbspieler. Zilla und Shabani im zweiten Durchgang extrem unternehmungslustig. Und beide hier auch getroffen. Also sowohl Shabani hier zu sehen mit der Nummer 20 als auch Zilla, dem das 2:0 gelang. Alle drei Offensivspieler sind auf der Liste der Torschützen. Und das ist man als Trainer dann schon auch, da ist man schon auch hoch erfreut. Franzke. Aktuell das Torverhältnis der Münchner dann auch ausgeglichen nach diesem 0:3 in Lissabon. Hier das 3:0 sorgt dann eben für ein Torverhältnis von 5:5 insgesamt. Aber ich denke mal, es gibt noch Gelegenheiten, das jetzt ins Positive zu drehen. Noch das ein oder andere Tor nachzulegen. Lungwitz, der speziell mit seinen Aktionen, wenn er offensiv wurde, dem Team gut getan hat. Mai bekommt gleich den Zuruf, bitte bleib. Der Mann für die Innenverteidigung geht also nicht weiter mit nach vorne, sondern legt gleich wieder den Rückwärtsgang ein. Pudic, Zilla, Franzke, ui, Querschläger, heftiger Querschläger von Civelekidis. War das jetzt dann Handspiel? Da ist der Querschläger. Ach so, nee. Er wollte es als Rückpass gewertet wissen, aber nee. Das war kein kontrollierter Ball, sondern der sprang vom Knie
Richtung eigenen Keeper wieder ab. Also ist das mit Sicherheit keine Situation, in der man auf indirekten Freistoß entscheidet. 20 Minuten noch zu gehen. 3:0 für die Bayern. Sirkzee mit dem 1:0 vor der Pause, unmittelbar vor der Pause. Und Zilla hier am Ball und Schabani haben dann nochmal nachgelegt. Franzke, Schabani. Franzke. Ja, in dieser Phase jetzt gerade wieder ein bisschen zu verspielt. Zu wenig auf den Abschluss aus. So, und auch die Bayern wechseln jetzt. Zilla geht raus. Der erste Wechsel, also bei den Münchnern. Hier nochmal sein Tor. Klasse gemacht. Bekommt auch nochmal von Sebastian Hoeneß ein Sonderlob. Johansson kommt. Also da tut sich jetzt nichts, was die Spielausrichtung betrifft. Foulspiel Richards. Möglichkeit, Giusis. Oh, das war jetzt knapp. Der Kapitän, der auch in der Offensive jetzt der bestimmende Mann ist, speziell im zweiten Durchgang, macht er klasse. Macht er wirklich gut und hat dann einfach Pech. Nächste Gelegenheit für AEK Richards. Ja, ja. Der hat das da unter Kontrolle. Schabani. Franzke außen vorbei, kommt immer wieder der Hinweis von außen. Schabani. Ja, nochmal ein Doppelpass mit Sirkzee. Das war der Plan. Schabani. Nein. Giusis. Fehlpass. Johansson. Franzke. Gut, wie sich da Stanisic nochmal angeboten hat. Überlaufen, damit hatte Franzke die Möglichkeit, mit einem kurzen Pass Stanisic Richtung Grundlinie zu schicken. Schabani. Franzke.
Sirkse, Franzke, klasse kombiniert. Schabani. Ja, wie gesagt, jetzt lassen sie ein bisschen was liegen wieder, weil sie in letzter Konsequenz dann doch nicht zielorientiert genug agieren. Weiterer Wechsel und auch der letzte bei AEK Athen. Sechs Jahre Pause. Und das ist ja dann auch in Ordnung für ihn. Andersson rein. Alex Timosi. Andersson heißt er, der jetzt im Spiel ist. Ist ein Schwede. Und im Sommer gekommen. Stanisic. Johansson. Johansson, ein extrem interessanter Spieler. Halb Ire, halb Schwede. In Luxemburg aufgewachsen. Die Nummer 14 der Bayern. Hier, der diesen Ball gespielt hat. Und er hat schon für alle drei Länder gespielt. Also für Irland, Schweden und Luxemburg. Mal schauen, wofür er sich dann letztendlich entscheidet. Für welche Nationalmannschaft? Franzke. Johansson. Foulspiel. Stiller. Durch diesen Dreier kann man natürlich wieder optimistisch in die Zukunft schauen. Und ein Sieg hier ist ja alternativlos. Bedingt durch dieses 2:2 zu Hause gegen Ajax. Ajax Amsterdam, die ja schon traditionellerweise eine herausragende Jugendarbeit haben. Da baut man auf den Nachwuchs, und zwar schon seit Jahrzehnten. Kontrolle, wieder Bewegung, aber schon am Tonfall von Sebastian Hoeneß hört man, okay, da ist eine Entspannung eingetreten. Stiller. Unglaublich, was der auch an Leistung bringt im Mittelfeld, was der an Kilometer abreißt. Nach wie vor, auch in dieser Schlussphase, extrem aktiv der Sechser der Bayern. Franzke. Andersson. Naja. Kein klassischer Mittelstürmer, kommt eher über die Außenbahn. Speziell über die Rechte. Schabani bereitet vor. Richards. Johansson, Schabani.
Oh ja. Da war tatsächlich dann ein Rückpass angesagt bei diesem Versuch von Shabani. Zu eigensinnig da. Klasse der Pass. Super Pass und das ist das 4:0. Wow. Die beiden Joker, die beiden, die eingewechselt wurden. Ryan Johansson und Andersson im Zusammenspiel und das macht er super elegant. Timossi Andersson, der Schwede. Klasse. Nochmal hier. Kommt der Pass, richtiges Timing, die Lücke gefunden. Andersson bleibt stabil und so fällt das 4:0. Stark! Frische Kräfte haben auch noch die Konzentration, dass hier zu einem 4:0 zu führen. Und jetzt ist das Torverhältnis positiv. Logisch, das ist auch für die Moral im Team ein gutes Ding, wenn die Einwechselspieler auch gleich Erfolgserlebnisse feiern dürfen. Gyusis, Stanisic ist schnell genug. Gyusis. Bogdani. Christopoulos. Und die Griechen warten nach wie vor auf ihr erstes Tor in der Youth League in dieser Saison. Also da ist der Frust schon ziemlich hoch. Keins geschossen, 13 kassiert. Puh, in 3 Spielen. Sechseinhalb Minuten noch auf der Uhr. Speziell im zweiten Durchgang haben die Bayern hier für klare Verhältnisse gesorgt. Stanisic. Der schöne Freistoßtreffer von Sirksee hat das Ganze auf die richtige Schiene gebracht. Und dann lief es auch spielerisch im zweiten Durchgang. Christopoulos. Der ist weg. Ja, auch da nochmal reichlich Wechsel. Christopoulos raus, Malisovas rein. Gyusis raus, der Kapitän. Hat mir gut gefallen. Gute Partie. Petusis kommt für ihn.
bekommt auch noch mal ein bisschen Spielzeit. Stiller geht raus. Danilio kommt und Kehl kommt auch. Ja, der hat da ordentlich zu tun mit seiner Tafel. Das geht gar nicht so schnell, wie die Spieler das gerne hätten. Also Kehl rein, Danilio rein. Nochmal ein bisschen Youth League schnuppern. 5 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit. Es wird hier nichts mehr anbrennen für den Rekordmeister. Stanisic aus. Gibt's noch mal eine gute Abschlussmöglichkeit. Stamoulis. Tsivelikidis. Stamoulis. Und Richards macht dem ganzen Spuk dann ein Ende. Johansson. Franzke. Busis. Vermutlich wird dieser überzeugende, dieser klare Sieg auch wieder Kräfte freisetzen für die Bundesliga. Andersson zum 5. Nein! Tafas. Oh, da stand er kurz vorm Doppelpack bei Andersson. Hat er vielleicht sogar noch die Zeit, das 1 gegen 1 zu suchen? Egal. Tafas. Richards. Lukas May. Busis. Richards wusste nicht so recht, ob er jetzt mit dem Kopf da hingehen soll oder mit dem Fuß. Stoßen durch Andersson. Hier ist nochmal seine Chance. Da hat er noch Zeit. Also da kann er den Ball auch auf links nochmal ziehen. Ein ruhiger Abschluss wäre da besser gewesen. Foulspiel Schabani. Klasse Leistung von ihm. Sebastian Hoeneß gibt nochmal die Anweisung. Bitteschön. Die letzten Minütchen auch nochmal drauf zu gehen. Schlussminute. Freistoß. Celios. Reicht nicht. Bisschen was an Nachspielzeit wird es noch geben. Bogdani war mit dem Kopf dran.
180 Sekunden Nachschlag. Stanisic. Richards. Jetzt gehen die Griechen nochmal drauf. Und zwar mit voller Kapelle. Franzke. Vorteil. Shabani. Ja, ganz stark, was der auch noch an Physis hier zeigt. Mit diesem Antritt in der Nachspielzeit. Shabani mit einem schönen Tor heute auch unterwegs. Gelbe Karte gegen Potos. So, wer macht's? Franzke. Stanisic. Mai, mehr im Fallen als ein kontrollierter Ball. Egal. Abseitsposition. Maximilian Franzke. Bogdani. Malisoas. Usis. Früchtel. Ganz selten, dass er mal wirklich zupacken musste. Christian Früchtel. Jetzt in den Schlusssekunden nochmal eine leichte Fangübung für ihn. Beim Aufwärmen hat er mehr geschwitzt als während des gesamten Spiels. Der Ball ist weg. Die letzten Sekunden tröpfeln dahin. Und das war's. Überzeugend der Sieg der U19 des Rekordmeisters. Mit 4:0 am Ende. Sirksee hat die Sache auf den richtigen Weg gebracht. Kurz vor der Pause dann die Treffer von Zilla, Shabani und Anderson. Die Griechen konnten 45 Minuten lang mithalten. Danach war es dann vorbei. Herzlichen Glückwunsch und die Bayern sind wieder on track in der Youth League.